Hallo Leute, falls ihr es im letzten Video noch nicht gehört habt, mein PC hatte einen ziemlich üblen Crash und ich musste neu aufsetzen. Ich habe versucht, die Daten von Neo Scavenger zu saven, aber scheinbar werden die irgendwo separat gespeichert. Ich habe den ganzen Neo Scavenger Ordner mitgenommen. Und es hat auch so alles geklappt, wie ich wollte, nur das Save Game ist trotzdem weg. Deswegen, wir werden irgendwann mal wieder einen längeren Run machen, das auf jeden Fall. Aber jetzt im Moment, wenn wir schon mal quasi tot sind, unter Anführungszeichen, gibt uns das die Möglichkeit, was anderes auszuprobieren. Ich würde heute gerne einen kurzen gezielten Run machen, um den Merger Wraith zu beschwören. Das ist ein Run, der ist voller Spoiler. Wenn ihr euch viele Sachen des Spiels nicht spoilen wollt, dann schaut besser nicht diese vermutlich 1 bis 2 Videos, die es dauern wird, um das hinzukriegen. Wir benutzen sehr viele Abkürzungen im Spiel, um zum Merger Wraith zu kommen. Das Beschwören ist nicht das Problem, aber wir wollen ihn noch umbringen. Und zum Umbringen werden wir uns eines der beiden Secret Abilities bedienen. Ich muss nur überlegen, was ich hier brauche. Trapping geht. Wir könnten eigentlich jetzt mal Strong und Melee für den ersten Encounter nehmen, oder? Geht das? Naja, ich hätte lieber was anderes gerne. Wir brauchen keine Mechanik, wir brauchen das eigentlich alles nicht. Nein, nehmen wir Strong und Melee, dann kann ich euch gleich noch was anderes zeigen. Ich glaube zumindest, das geht mit Strong und Melee. Nehmen wir Strong und Melee und dann nehmen wir wohl noch... Electrician. Ich hoffe, das klappt jetzt. Prepare to kick its ass mit Strong und Melee. Wenn ihr den ersten Encounter mit Strong und Melee überlebt, dann glaube ich, zerlegt ihr den Typen einfach komplett, diesen Dogman, der da kommt. You drop the defensive... The combination of your stance and build must really look imposing. As you slam it against the door jam repeatedly. Genau. Wir werden nämlich, glaube ich, ja... You decide that was so awesome that you fish for the console for the security footage of it and take it. Ja, das ist ziemlich fucking geil. Okay, also schauen wir uns noch das kurz an. Okay, okay, okay. Und jetzt verlassen wir das. Passt. Wir haben nämlich jetzt keinen Schaden genommen. Normalerweise, wenn ihr euch mit dem Dogman anlegt, mit dem Melee oder dem Strong Trade, dann nehmt ihr Schaden. In dem Fall haben wir absolut keinen Schaden genommen. Und wir haben hier die Security Footage of you kicking a Dogman's ass with your bare hands. Wir haben ein Video davon von der Überwachungskamera runtergespielt, wie wir diesen Dogman komplett zerlegen mit unseren bloßen Händen. Wenn ihr zum ersten Mal Hatter trefft in Detroit und er euch auf seine Suicide-Mission schicken will, dann könnt ihr ihm stattdessen dieses Tape zeigen und ihr erspart euch die Suicide-Mission. Ähnlich wie was ich gemacht habe mit dem Trapping Skill. Der Trapping Skill erspart euch das genauso. Okay. Wir brauchen es eigentlich nicht, aber ja, es ist lustig. Ich habe es eigentlich nur gemacht, damit ich den Dogman Fur Code kriege, damit ich auf jeden Fall mir keine Gedanken machen muss über über Abkratzen wegen Kälte. Ist das schon? Ja. As you approach the town, there is no sign of activity. In the distance, okay, ja, bla 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 bla, das ist aber noch nicht Somsoms, oder? It's distant humming, ja, da kommen wir. Okay, sehr gut. Also, wie gesagt, wir machen das sehr zielgerichtet, sehr schnell. Instant zu Somsoms, approach the warehouse. Den ganzen Dialog kennen wir schon. Ihr könnt beim ersten Mal immer Stock nehmen, weil euch der Typ retten will. Wenn ihr hier übrigens euren Stamp weglöscht, dann glaube ich, sterbt ihr. So, wie heißt denn der? The Stoat, genau. Das ist immer der erste Encounter, deswegen könnt ihr euch beim ersten Mal ruhig als Stock anmelden. Weil der Stoat euch retten wird. So, wir geben ihm die Info. Was gibt uns der dann? Oh, ziemlich cool. Ziemlich cool eigentlich. Wir brauchen das alles eigentlich nicht wirklich, aber ich nehme es mal mit. Wer weiß, ob wir nicht in irgendwelche Probleme rennen und vielleicht dieses Let's Play doch ein bisschen länger dauert als erwartet. Das ist ein Crowbar, das wir aber nicht brauchen. Basic Lockpicking Tools, hallo. Okay, Cookies. Das ist eher meine größere Angst, dass wir abkratzen, bevor ich überhaupt zum Merger Wraith komme. Aber es schaut ganz gut aus. Wir könnten Schuhe anziehen. Damit wir zumindest nur improper Footwear bekommen, weil wir
Ich glaube, die Sandale ist kein Problem, aber ich glaube, sobald ihr einen Rag-Schuh anhabt, habt ihr automatisch improper Footwear. Okay. Das ist aber nicht, was wir wollen. Wir wollen zu Somsoms. Need more barbecue. Und wir wollen uns wieder als Stock anmelden, bis wir hier das Event kriegen. Wo es uns reinhaut. And who the victim is? Vegbot. The fight goes pretty much as expected. A few tiring dodges. Two ankles severed. Oh, der Bot hat den Typen in der Arena an den Knöcheln abgetrennt. It may take longer to dislodge Vegbot from the man's face. Ew. Okay. Catch a fight. Wir wollen eigentlich selbst drankommen. And who the victim is? Can you count, suckers? I said, can you count? Raise those numbers. Oh ja, das sind wir. You hear him call your number almost before it happens. Ja, sehr gut. Okay, meet the machine. Wir kämpfen jetzt gegen einen Spider-Robot. Aber wir kämpfen nicht wirklich gegen ihn im Sinne eines Kampfes, sondern nur im Sinne dieses Events. Das heißt, wenn wir die richtigen Skills haben, dann nehmen wir ihn jetzt auch auseinander. Und zwar tun wir das mit Trapping. Den Bot zu besiegen ist eine Möglichkeit, einen der beiden versteckten Traits im Spiel zu bekommen. Es gibt Elusive und es gibt Unstoppable. Habe ich schon erwähnt, dass dieses Video voller Spoiler ist. Wenn ihr wirklich nicht gespoilert werden könnt, wollt, wäre jetzt ein guter Moment abzudrehen, bevor ich weiter über die Traits rede. Es reicht aber nicht, den Bot einmal zu besiegen, sondern ihr müsst ihn zweimal auf eine ähnliche Weise besiegen. Wenn ihr ihn mit Melee oder mit Mechanic attackiert, weil mit Mechanic fällt euch auf, dass seine Beine, seine G-Konstruktion schwach ist und ihr stürzt euch auf die Beinkonstruktion und mit Melee geht ihr ihn einfach nur so an. Wenn ihr die beiden benutzt, dann geht ihr in Richtung Unstoppable, was euch einen Bonus auf alle Nahkampfoptionen gibt. Wenn ihr ihm irgendwie ausweicht mit Athletic oder Trapping oder sonstigem und ihn irgendwie in eine Falle lockt, dann bekommt ihr den Trait Elusive. You quickly scan the arena for potential snares. Leverage one of those pillars. A new plan forms in your head. You stick to the pillar, aiming to keep it between you both. Predictably, the robot continues. As it approaches, it spends more time sidestepping than approaching. Okay, wir begraben es unter diesem Ding. Remembering the undercarriage rotor, you bring a darling slide below the... You make a daring slide. Oh wow, lesen. Ha. As you hope, the blade engages. Okay. Wir killen ihn mit seinem eigenen Rotor. You step into the bright little trailer and present your chit to the guard. Okay. Perfekt. Das war mal Nummer 1. Aber, weil das eben wie gesagt noch nicht genug ist, werden wir es gleich nochmal machen. Need more barbecue. Screw the risks, wir sind Stock. Wir können gar nicht Spectator wählen, weil als Spectator müsst ihr was zahlen. Und wir haben nichts, was irgendwas wert wäre. Well, this is an unusual one. Okay. Oh, das kenne ich noch gar nicht, diesen Kampf. Some mechanical dragon. Ooh, nice. Combine blades, suck him under. Red mist comes shooting out of the top of the bot. Okay, das ist alles schön und gut, aber ich will nochmal kämpfen. Looks like Morningstar is up again. Okay, eine Frau. Ramming her in a messy, dusty puff of flesh and rags. Man, these fights are getting shorter. Mhm. Jesus, ich will doch nur noch einmal kämpfen. Music drops, okay, passt. Okay, perfekt. Und wir trappen ihn. Das dürfte eine unendliche Möglichkeit sein, um Fleisch von Somsoms zu kriegen. Ich glaube aber, dass Somsoms Menschenfleisch anbietet und ihr werdet später dann irgendwie kriegt ihr kannibalistische Züge, wenn ihr das zu oft esst. You head off against towards the tree line. Okay. Wir haben den Typen jetzt zweimal umgehauen. Und wir haben Elusive bekommen. Legendary Reputation for Eluding Capture. Es gibt mehrere Momente im Spiel, wo ihr den Elusive Trait bekommen könnt. Ich glaube, ihr bekommt ihn einfach auch über Zeit, wenn ihr gut darin seid, Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Das Wichtige an Elusive ist, er sagt euch nicht genau, was es euch bringt. Das Wichtige an Elusive ist, ihr bekommt, außer natürlich gute Boni auf Verstecken und Ausweichen und so weiter, bekommt ihr einen neuen Skill im Kampf und der ist Lethal Trap.
Kommt sehr, sehr selten vor, aber wenn es vorkommt, dann killt's alles sofort. Und das setzen wir jetzt auch ein. Den Merger Wraith, die mächtigste Kreatur im ganzen Spiel, könnt ihr nämlich zu jeder Zeit im Spiel beschwören. Alles, was ihr machen müsst, ist diesen Talisman ablegen. Und diesen Talisman kann man inzwischen auch verkraften. Manchmal bietet das Spiel euch an, diesen Talisman einzusetzen, um irgendwas zu bauen. Macht das nicht, außer ihr wollt euch mit Merger Wraith anlegen. Sobald ihr den nächsten Schritt geht, there is a sudden roar and a rush of dry air as blinding blue-white light bathes the area. Formless darkness begins to appear. Und wenn ihr euch erinnert, was der Hatter in Detroit Mega City gesagt hat, als er euch das Überwachungsband gezeigt hat von dem Typen, der ihm aufgetragen hat, euch zu finden, dann sagt er, die Kreatur, als ihr euch das Band anschaut, ist ganz fuzzy und ihr seht seine Umrisse nicht genau. Und der Hatter behauptet, das käme von einem EMP oder irgendeinem Störsignal, das der Typ getragen hatte, irgendein eigenes Handy oder irgendwas, was ein kleines elektromagnetisches Feld aufbaut. Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass es der Merger Wraith war, der euch in irgendeiner halbmenschlichen Gestalt befreit hat und auch dem Hatter aufgetragen hat, euch zu finden. Man weiß nicht genau wieso, aber der Murder Wraith scheint euch töten zu wollen. Er kann sich euch aber nicht nähern, solange ihr diesen Talisman tragt. Gut, und jetzt müssen wir in Reichweite für die Falle kommen. Und das ist Range 1 bis 4. Der Murder Wraith, wenn er euch mal im Nahkampf hat, wird er euch ziemlich sicher in zwei Runden zerfleischen. Er ist unglaublich stark und er ist vor allem unglaublich schwer zu treffen. Ihr müsstet ihn mit einer Shotty mehrmals auf kürzester Distanz ins Gesicht treffen, um ihn zu killen. Das ist das einzige Mal, wie ich in einem anderen YouTube-Video gesehen habe, wie es wirklich gemacht wird. Der Vorteil ist, er hat keinen Fernkampf und er bewegt sich sehr, sehr langsam. Er bewegt sich, wie ihr seht, immer nur mit Advance, immer nur ein Feld vorwärts. Das heißt, wir werden jetzt noch einmal an ihn advancen, jetzt sind wir auf Reichweite 4 und jetzt werden wir Fallback machen. So lange, bis Lethal Trap kommt. Fallback. Back. Okay, und das kann ein bisschen dauern, weil dieser Skill kommt, wie eben gesagt, sehr, sehr selten. Da ist es. Lethal Trap. Leads target into a deadly situation, killing it. Must be closer to target than 4 spaces. Both you and the target must see each other, rarely available. Okay, also dann Lethal Trappen wir ihn. Ich habe das noch nie gemacht, so weit bin ich noch nie gekommen. Ich habe mir das alles angeschaut, wie man das machen muss, aber so weit habe ich es ehrlich gesagt noch nie geschafft. Instant gekillt. Merger Wraith has fallen into a lethal trap and died. The Wraith crumbles to the ground, its face disappearing, and it collapses into a lightless pool. Flash blue radiates from beneath it, and the blackness starts drawing into itself, leaving no residue behind. Okay. It becomes clear that it's falling into some sort of a portal on the ground. Wir können durchs Portal schauen, oder wir können reinspringen. Das ist, soweit ich weiß, die einzige Möglichkeit, die ihr bekommt, diesen speziellen Ort aufzusuchen. Also springen wir sofort rein. You step forward and allow your weight to drop onto the hole and land firmly on the step. Und hier begeben wir uns in den mehr oder weniger Science-Fiction-mysteriösen, spacigen Bereich. Das ist, was wir sehen. Die Dimension der Merger Wraiths. Inside you are surrounded by a small chamber. A vast open space lies beyond, filled with columns of impossible height. Also mit diesen Säulen hier. Wenn wir ein Fernglas mit hätten, könnten wir uns ein bisschen genauer umschauen, aber ich glaube, es geht auch so. Look at the figures. It's hard to discern their shapes at first. You can see silhouettes, but the edges blur together. They are more wraiths. Genau, also hier ist alles voll mit diesen Wraiths. Dozens of these things are down there. Attending devices, passing into, including this one. Okay. Wir können durchs Portal rausklettern oder wir schauen uns die Sachen an, die in diesem Raum gestört sind. Die sind nämlich nicht weniger creepy. The room resembles an arcane study. Shelves are stuffed with artifacts from ancient to modern. Genau. Wir haben hier ein Sheaf of Letters, ein Kinderbuch, the clay and stone engravings, eine Filmrolle und eine large ring with a projection inside. Also, aus allen Epochen der Menschheit ist hier quasi irgendwas zusammengetragen. Schauen wir uns mal die Clay and Stone Engravings, das vermutlich älteste, an. Fragments of clay with some sort of cuneiform? Das ist ein Wort, das ich nicht kenne. Faceted pillar. They're interesting to look at but reveal little to your modern eyes. Okay, die können wir nicht lesen. Gut. Dann gehen wir es mal dem Alter nach durch. Ich nehme mal an, die Briefe sind älter als das Kinderbuch. A sheaf of letters from Ambrose Byers.
Cataloging creatures and occurrences that lack any rational explanation. Ja, all das hat irgendwie mit Übernatürlichem zu tun. Und diese Kreaturen scheinen alle Schriftstücke oder alle Aufzeichnungen über Übernatürliches hier zu sammeln. The letters appear to be part of a series trying to draw connections. Before any conclusion is made. Okay. Das haben wir doch schon, oder? Aeque opus postum. You don't speak German? Blödsinn, natürlich spreche ich Deutsch. Okay, whole sections are missing, was immer es ist nicht ganz hier. Children's book. A book written in an unfamiliar language. It was for children. Okay, die Bilder zeigen Kinder, die sich in ihrer eigenen Fantasie eine Welt aufbauen. The more friends they evolve, the more elaborate the world becomes. 60 mm Filmspule, labeled Woodhouse Moor Lodge, Louis Le Prince. Okay, seems rather mundane, as you examine the individual frames. Ja gut, wir können uns natürlich jetzt nur die Filmrolle an sich anschauen. When you notice a disembodied white mask staring at the camera from one of the lodge's windows. Ah, sowas wie quasi ein Yeti-Film oder sonstiges. Okay, und dann als letztes. A large ring with a projection inside. A ring of polished stone. With lines of text. Ja, das ist quasi ein Tablet im Großen und Ganzen. Probably cached from before the crash. It's in English and it looks to be a website. New Earth Ostrogon. Okay, und wiederum sind es Aufzeichnungen über Übernatürliches. Okay, Search Trends, related entries, maps of where and when. It seems to care as much about the propagation of the idea as the subject itself. Okay, continue exploring the device. Desiring more context, you begin looking for navigation controls. There don't appear to be any. Okay. One who no doubt speaks the arcane language. Good. Your exploration is cut short when sounds arrive from outside the chamber. Okay, rating some sort of device with a nozzle. You mount the stairs and push your way up as quickly as you can. Also, wir wurden entdeckt und verpissen uns durch das Portal. Und das war's. Das war der ganze Murder Wraith Encounter. Ihr bekommt sonst nichts dafür. Keinerlei Belohnungen oder sonst irgendwas hier. Nur diese Sachen haben wir alle noch mit. Illustrated Children's Book in an Unknown Language. Den Film. Und die Excerpts. Die Auszüge. Es gibt mehrere Theorien zu dem Ganzen. Es scheint so zu sein, als würden die Murder Wraiths eben in ihrer Dimension alles sammeln, was mit Übernatürlichem zusammenhängt. Aber ein anderer wichtiger Storypunkt des Spiels ist auch, dass wir scheinbar, und deswegen jagen uns diese Murder Wraiths auch, dass wir uns kurz vor der Apokalypse mit der Apokalypse auseinandergesetzt haben. Und so ähnlich wie es in diesem Kinderbuch vorkommt, wenn sich Kinder mit Hilfe ihrer Fantasie eine Welt vorstellen, dann ist diese Welt real für sie. Je mehr Freunde sie einbauen, desto mehrschichtiger wird die Welt, desto genauer, detaillierter wird sie. Und das spielt irgendwie auf ein paar Sachen an, die mit uns im Spielverlauf passieren oder die wir über uns selbst herausfinden können, dass wir vielleicht für die Apokalypse verantwortlich sind, einfach nur, weil wir sie uns vorgestellt haben, weil wir sie uns ausgemalt haben, im Endeffekt. Kann sein, dass das an uns als Person liegt, dass wir irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten haben, was Sinn machen würde, weil deswegen jagt uns nun mal auch der Murder Wraith. Er kann uns nur nicht wegen diesem Schutztalisman angreifen. Würde mich interessieren, ob da denn noch Glück rumliegt. Ja, tatsächlich. Okay. Wenn ich ihn wieder anlege und einen Schritt gehe, passiert nichts, und wenn ich ihn wieder ablege, kommt dann noch einer? Nein, nichts mehr. Okay. Das war der ganze Encounter. Einer der geheimnisvolleren Encounter, der auch soweit nie wirklich erklärt wurde. Der Murder Wraith war in einer früheren Version auch komplett untötbar. Er ist erst seit kurzem überhaupt angreif und killbar, und dieses ganze Event wurde dann eben für diesen Fall geschrieben, dass jemand
den Merger Wraith vernichtet, dieses Ganze mit der fremden Dimension und so weiter. Sehr, sehr cool. Es ging schneller, als ich erwartet habe. Das ist die absolute B-Line, ja, das ist der kürzeste Weg, wo ihr möglichst viele Gimmicks des Spiels ausnutzt. Es ist aber an sich kein schlechter Beginn, weil ihr jetzt eben für den Rest des Spiels Elusive habt. Oh, und wir haben Unstoppable auch bekommen. Legendary Reputation for being Unstoppable. Nice. Weiß nicht, wofür wir das gekriegt haben. Wahrscheinlich, wenn wir den Merger Wraith killen. Kann sein, dass man dann beides kriegt sofort. Wenn man den Merger Wraith killt, wahrscheinlich im Kampf. Ah, kann sein, wenn man ihn im Kampf killt, kriegt man Unstoppable. Ja. Ihr könnt übrigens, weiß ich, ob ich das erwähnt habe. Ihr könnt den Talisman, wenn ihr es schafft, aus dem Kampf zu entkommen mit dem Merger Wraith, dann wieder anlegen. Dann wird der Wraith sich immer in einem Feld Abstand zu euch bewegen. Wird euch ständig folgen, wird euch aber nie angreifen, bis ihr das Amulett wieder ablegt. Das kann man ausnutzen, wenn man in Detroit ist und dort auf demselben Feld wie eine Detroit-Wache steht und ihr sie kurz ansprecht, damit sie stehen bleibt auf dem Feld für eine Runde, und dann den Talisman ablegt und weitergeht, dann oder den Talisman ablegt und den Turn beendet, dann sollte der Merger Wraith zuerst den DMC-Soldaten angreifen. Es kann aber gut sein, dass er ihn umbringt, wenn der Soldat den Merger Wraith nicht schnell genug erschießt. Weil, wie gesagt, wenn er euch mal im Nahkampf hat, dann macht er euch ziemlich schnell fertig. Gut, so viel dazu. Ich meine, wir könnten fast vielleicht mit diesem Spielstand jetzt weiterspielen. Ich meine, wir haben jetzt nicht so einen riesen Vorteil davon bekommen. Wir haben halt zwei der geilsten Skills überhaupt. Vielleicht spiele ich mal eine Zeit lang mit dem Spielstand. Vielleicht wird es noch dauern, bis wir einen gescheiten Playthrough machen. Weil eigentlich hätte ich schon Bock, jetzt mit beiden Super Traits weiterzuspielen. Soweit ich weiß, sind das die einzigen beiden, die es gibt. Unstoppable und Elusive. Ihr würdet Unstoppable genauso in Somsoms bekommen, wenn ihr den Roboter zweimal mit Strong oder zweimal mit Mechanic besiegt. Dann kriegt ihr Unstoppable. Okay, das war's für dieses Mal. Das war der Merger Wraith. Dachte, das würde vielleicht zwei Videos dauern, aber es ging im Endeffekt relativ schnell. Hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, ihr habt abgedreht, falls ihr keine Spoiler sehen wolltet. Aber das bedeutet, dass ihr mich eh nicht hört, weil ihr schon abgedreht habt. Insofern, sorry, falls ich euch doch gespoilt habe. Ich habe euch gewarnt. Zu eurer Verteidigung, ich habe euch gewarnt. Zu meiner Verteidigung. Okay, machen wir dem Ganzen ein Ende. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.